Willkommen zu meiner Leseliste für den Monat Oktober. Ja, das wird ein bisschen längere Liste. Aber ich habe auf verschiedene Sachen Lust und ich wollte eigentlich ein bisschen größere Auswahl haben. Und ja, kommen wir wieder zu den obligatorischen Sachen. Und zwar habe ich jetzt zum einen mein Sub-Challenge-Buch für den Monat, und zwar Foster vergessen von Daniel Tatschell. Das ist eine überschaubare Aufgabe. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder ein bisschen creepy sein wird. Es geht um Alzheimer oder Demenz, ich bin nicht ganz sicher. Aber ja, bin ich gespannt drauf, denke ich mal, wird zu machen sein. So, dann habe ich noch ein paar Challenge-Bücher, oder beziehungsweise eins, für die 12.2022-Challenge, und zwar von Alison Noel, Soulseeker, vom Schicksal bestimmt, der erste Band. Ja, da hinke ich jetzt schon ein bisschen hinterher. Muss ich also aufholen, ist natürlich wieder der Auftakt einer neuen Reihe, was etwas doof ist. Aber immer muss ich halt diese Bücher lesen, beziehungsweise möchte ich diese Bücher auch endlich lesen. Und ja, deswegen ist das auf meiner Leseliste. Genau, und das geht um irgendwas um Seelenwanderung. Ein Jugendbuch, Seelenwanderung. Okay. Wow, das habe ich jetzt schon so lange, weiß ich nicht mehr, worum es geht. So, dann habe ich ein Buch, was ich auch schon häufiger im Blick hatte. Was ich auch schon kurz überlegt habe, nicht mehr zu lesen, aber dann habe ich mir gedacht, ich muss ihm auf jeden Fall einmal eine Chance geben. Und zwar ist der zweite Band von One True Queen, aus Schatten geschmiedet, von Jennifer Benkow. Der erste Band hat mir nicht so gut gefallen. Allerdings habe ich ihn damals auch als Hörbuch gehört und das Hörbuch war nicht gut. Ja, und das ist quasi der Abschluss der ersten Dialogie aus dieser Welt mittlerweile. Insgesamt gibt es jetzt schon vier Bücher, also zwei Dialogien, die da spielen, und es kommt eine neue auch raus. Ja, ich will denen auf jeden Fall nochmal eine Chance geben. Genau, das Ganze ja, geht eigentlich um Mylene, und die hat die Möglichkeit, in eine Fantasy-Welt zu reisen, in der es eine Königin gibt, die irgendwie mit der Welt verbunden ist, und wenn die stirbt, dann eine neue gesucht. ja, es ist schon länger her, als ich den ersten Band gelesen habe. Wow. Das wird auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. So, da habe ich einen kleinen süßen Band. Und zwar Ghost Girl and the Ghost of a Mouse von Chris Rille. Das habe ich mir von der Freundin ausgeliehen, also das ist tatsächlich nicht meins. Das fand ich halt sehr klein und knuffig. Und ja, das würde mich einfach mal interessieren, die Geschichte. Und es ist halt, es ist illustriert und ist halt extrem groß geschrieben, wenn man reinguckt. Also ich denke, das wird überschaubar sein. Worum es geht, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aragos und Geister. Gruseliges Haus mit Geistern. Passt auf jeden Fall irgendwie in den Oktober, würde ich sagen. Ja, dann habe ich auch durchaus noch ein paar Oktober thematisch passende Bücher ausgesucht. Zum einen würde ich gerne The Diviners, Die dunklen Schatten der Träume von Deborah Bray, beenden. Und zwar habe ich das nämlich schon angefangen. Im Januar oder im Dezember letzten Jahr, ich weiß schon nicht mehr. Ich bin tatsächlich bis dahin gekommen, das sieht gar nicht so viel aus, aber das sind, glaube ich, 100 Seiten. Sogar 160 Seiten. Es ist ein sehr dickes Buch. Aber ich würde die Reihe gerne beenden dieses Jahr, und nach dem Oktober bleibt mir ja nur noch ein Zimmer. Es wird schon eng. Ja, dazu habe ich das, wollte ich jetzt nochmal rereaden. Den ersten Mal hatte ich auch schon gereadet, und ja, und das passt natürlich optimal in den Oktober. Das ist also, es geht hier immer um Geister, um ja, magisch begabte junge Leute, die in den 20ern des letzten Jahrhunderts gelebt haben und die halt so mysteriösen Vorkommnissen auf den Grund gehen. Es gibt eine sehr große Menge an Charakteren, aus deren unterschiedlichen Sichten das Ganze erzählt wird. Der erste Band war grandios, der zweite ist auch sehr gut. Im Deutschen gibt es leider nur die ersten beiden. Insgesamt hat die Reihe vier Bände. Ja, deswegen
Dinge angeht, würde ich gerne noch beenden. Auch gar nicht viel jetzt hier so. ja, aber ich habe zwischendurch ein paar dünnere Bücher. Ja. Und dann habe ich noch Nightmares, die Stadt der Schlafwandler. Das ist der zweite Band von Jason Segel und Kristen Miller. Doch das ist mir so ein Jugendkinderbuch. Den ersten Band habe ich so 2, 3 ja. Da ging es auf jeden Fall um einen kleinen Jungen, der irgendwie Albträume, also Monster aus Albträumen sozusagen, sehen kann, als wären die real. Also, doof erklärt irgendwie. Also, es gibt irgendwie so ein ganzes Albtraum. Mann. ja, ist auf jeden Fall durchaus, wie man auch schon im Cover sieht, passend für Halloween. Und die Reihe wollte ich ja irgendwie auch mal beenden, beziehungsweise überhaupt weiterführen. Fehlt mir noch der dritte Band, aber der zweite Band ist erstmal auf der Liste. So, das andere ist halt mehr so, würde ich alles sehr gern, beziehungsweise vielleicht noch die Hörbücher, aber ist jetzt, jetzt nicht oberste Prio, aber ja, zum einen habe ich noch mal ein Kinderbuch auf meiner Liste. Und zwar habe ich ja diesen Sommer relativ viele Kinderbücher gekauft, auch Kinder drin hatten. Und da habe ich zum Beispiel noch Astrid Lindgren, Kalle Mondbusiness, der Meisterdetektiv, ist auch überschaubar. Ja, den möchte ich jetzt einfach ja, zügig weglesen, damit ich jetzt nicht 50 Kinderbücher auf meinen Sub liegen habe. Und ja, dass ich natürlich im Idealfall mir halt auch neue kaufen kann. Ja, worum es geht, eigentlich keine Ahnung. Ich weiß nur, da gibt es auf jeden Fall noch mehr Bücher um den Kalle Mondquist. Ich glaube, das ist so ein möchte gerne Detektiv, der irgendwo auf dem Land lebt und wo nicht viel passiert in Schweden. Bin gespannt. So, da habe ich mir gedacht, vor lauter Fantasy und Grusel und so möchte ich nochmal irgendwie was ja, im Bereich LGBTQ+ lesen. Und so habe ich noch Darius, der Große fühlt sich klein von Adeb Koram auf meinen Sub. Das ist halt auch mehr so ein bisschen ja, düster im Sinne von schwierige Themen, die hier bearbeitet werden. Es geht um Rassismus, um Flucht, um Einwanderung, ich weiß nicht, verschiedene Sachen. Genau, der kommt aus dem Iran. Also ich denke, da sind auf jeden Fall spannende Themen drin und das Ganze ist trotzdem auch noch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs. Genau, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Und was ich eigentlich auch endlich mal lesen wollen würde, weil ja auch schon wieder was Neues rausgekommen ist, oder eigentlich schon diverse Neues rausgekommen sind, und zwar Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid. Da habe ich ja Evelyn Hugo gelesen und fand das großartig und das sollte halt auch großartig sein. Und überhaupt gibt es noch mindestens 10 Bücher von ihr, die ich auch gerne mal lesen wollen würde. Und ja, das Ganze ist, ja, das Spiel wurde so in den 70er Jahren, es geht um eine Rockband. Und das Ganze ist in so einer Art Interviewform geschrieben. Also ich denke, das wird dann auch schnell zu lesen sein, weil es halt immer Frage, Antwort, kurze Absätze sind. Soll auf jeden Fall großartig sein. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Da möchte ich jetzt wirklich mal langsam lesen. Genau so. Und dann haben wir noch ein Buch. Also jetzt kommen eigentlich Bücher, die ich halt euch nicht zeigen kann, aber stellvertretend kann ich euch Heartstopper Teil 2 zeigen, weil ich Heartstopper Teil 3 gerne lesen würde, den ich aber noch nicht habe. Ich hatte eigentlich mir überlegt, den jetzt im September zu kaufen, aber ich habe jetzt schon so viele Neuzugänge im September gehabt, dass ich das jetzt nicht auch noch kaufen möchte, deswegen werde ich das wahrscheinlich im Oktober erst tun und dann da auch zeitnah lesen. Ja, die Reihe ist auf jeden Fall großartig, die kennt wahrscheinlich auch mittlerweile jeder. Es geht um zwei junge Leute, zwei junge Männer, Charlie und Nick, die sich halt im Laufe der Reihe ineinander verlieben. Das Ganze ist eine Graphic Novel, also gezeichnet, aber es ist trotzdem großartig und Alice Osman kennt man auch von anderen Büchern. Also ich hatte von ihr jetzt noch Loveless gelesen und ja, kann ich auf jeden Fall definitiv weiterempfehlen. Das ist eine Reihe, die definitiv ihren Halt wert ist. Dann habe ich ja noch die Möglichkeit, irgendein Hörbuch zu hören. Und zwar kann ich euch hier auch stellvertretend Elias und Daniel, den ersten Band von Sabata hier hochhalten, weil ich habe nur den ersten und den vierten hier als Buch. Aber den ersten möchte ich jetzt gerade an Rereaden bzw. an Rehören. Also den höre ich gerade und ich
denke, damit werde ich jetzt im September auch noch fertig. Deswegen will ich jetzt im Oktober den zweiten Band mir anhören als Hörbuch und wahrscheinlich auch die nächsten Bücher als Hörbücher hören. Also es gibt, glaube ich, alle vier als Hörbuch. Also es ist sehr gut. Ich finde es auch großartig, dass der vierte Band hier noch erschienen ist im One Verlag und das auch mit der gleichen Aufmachung. Also das finde ich vorbildlich. Genau, ich habe den auch hier in der Bücherbüchse Special Edition sozusagen. So sieht das Ganze aus. Also man sieht durchaus die Ähnlichkeit. Und das war der Buchschnitt. Und ja, jetzt muss ich die ersten beiden Teile halt rereaden, um auch diese Reihe mal irgendwie abzuschließen. Das ist so ähnlich wie bei der Weihnachtsreihe. Da habe ich auch 2 von 4 gelesen. Genau, und ja, also wenn das dann die Zeit reicht, noch ein Buch zu hören, kann ich ja stellvertretend den ersten Band der Cycle-Reihe hochhalten. Den habe ich schon gehört und im Oktober wäre dann dementsprechend der zweite Band rein. Den besitze ich aber noch nicht als Buch, aber als Hörbuch kann ich mir den halt jederzeit runterladen. Und genau, das hat mich als Hörbuch auch sehr gut unterhalten. Ich finde, das ist auch ein gutes Hörbuch. Also auch seit der Anfangs ein bisschen schwierig, weil man halt mit diversen Charakteren erstmal totgeschmissen wird und diversen Erläuterungen der Welt, beziehungsweise weniger Erläuterungen, aber man kriegt halt Begriffe zu hören, die sie halt sonst nicht gibt und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, würde ich sagen, aber danach ist das Hörbuch eigentlich sehr unterhaltsam. Genau, das Ganze geht halt um eine Crew, die aus jungen Leuten besteht, die in einer fernen Zukunft, keine Ahnung, in einer Science-Fiction-Welt leben und dazu Raumschiff, ja, Piloten ausgebildet werden und ja, und dann geht es eigentlich um eine Gruppe, die halt so eine Crew bildet und dann spezielle Aufgaben hat, zu bewältigen hat. Und das ist eigentlich mehr so ein bisschen Ocean's 11 in Space. Also es ist sehr charakterfokussiert und die Charaktere stehen ja definitiv im Vordergrund. Ja. Und es ist sehr lustig geschrieben. Genau. Ja, das war meine Leseliste. Ich bin auch immer offen für noch irgendwelche spontanen Bücher. Das ist relativ lang. Ich werde die auf jeden Fall definitiv nicht alle schaffen. Aber ich wollte verschiedene Bücher haben. Einmal so aus der Sicht von Oktober und Halloween und ein bisschen was Gruseliges. Aber auch was fürs Herz und Bücher, die ich jetzt seit längerem wirklich lesen möchte. Und auch ein paar Reihen fortsetzen. Also es sind viele Dinge, die mit reinspielen. Deswegen ist die Liste ein bisschen länger geworden. Ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im Oktober lesen wollt. Habt ihr noch gute Empfehlungen für Halloween, Oktober, Grusel, Herbstbücher? Keine Ahnung. Ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Ich weiß nicht, ob das vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, ja, war es das von mir in diesem Video. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.